Dann müssen wir eigentlich genug Kronkorken für haben. Hoffe ich. Verteidigung. Zaun, Außenbeleuchtung. Gesicherte Eingang. Dann können wir uns den leisten? Okay. Konnten wir uns sogar leisten. Sehr schön. Der ist nämlich auch gar nicht mal so unschick. Der wird jetzt nämlich hier drum aufgebaut. Da kommt so ein kleines Wachhäuschen jetzt drüber. Das dauert dann 3 Spieltage. Oder so. Ach, Papi ist schon ziemlich weit. Der will dann nach Rivet City. Und wir wollten nochmal zu der Garage. Um dann dieses Dreieck zu erkunden. Dieses Haus, wo diese... Das müsste das gewesen sein. Was ist das denn noch für ein Dreieck? Da werden wir uns mal die Marksmen schnappen. Wir sind auf irgendwas erkennen können. Speichern wir mal einmal schnell. So. Ich weiß, ich sag schon wieder viel zu oft so. Kritischer Schleichangriff. Mit diesen Viechern möchte ich mich ehrlich gesagt nicht anlegen. So, Ost, Süden. Nee, das scheint momentan einer der wenigen Punkte zu sein, die wir von hier aus gerade ansteuern können. Das war jetzt nicht beabsichtigt. So, och, gerade ist das ziemlich kalt hier geworden. Ich habe die Fenster offen und irgendwie pfeift hier gerade ein ganz schöner Wind durch. Egal, da muss ich durch. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein umgeknickter Strommast, sieh an. Ich sag ja immer wieder, die Welt hier ist wirklich äußerst schick gemacht. Und denkst du wirklich, man ist hier Endzeit ohne Ende. Skyrim habe ich mir auch runtergeladen bei Steam. Also ich muss sagen, die Grafik ist zwar wesentlich besser, aber das Fantasy-mäßige, das gefällt mir da ehrlich gesagt nicht so. Und ist bei Vibe nicht so stimmig, finde ich. Also ich finde, dieses viel detaillierter ist das alles hier. Wo geht's denn jetzt hier hin? Gehen wir mal gucken. Also ich bin ein großer Fan mittlerweile von Steam gefunden. Da habe ich mir schon eine richtig kleine Spielbibliothek zugelegt. Und wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich nicht wieder hoch. Egal. Ach, hier sind wir. Sieh mal eine an. Ja, das weiß ich auch noch. Das ist dieses... Oh, mal sehen, ob wir hier jetzt... die Gegners finden. Das ist nämlich so eine Art Raider-Basis. Die haben ja auch einen Supermutanten, einen großen haben sie hier irgendwo eingesperrt, meine ich. Das sieht echt schick aus hier, muss ich sagen. Wir können uns ja mal versuchen, hier irgendwie lang zu schleichen. Da werden wir nicht raufgesprungen kommen. So, versuchen wir mal hier hinter lang zu kommen. Da hinten sind die Gegners. Na, da muss man immer ein bisschen vorher abdrücken, bevor die da sind. So eine Art Vorhaltepunkt braucht man da. Weil die Mumpel ja doch ihre Zeit braucht, bis sie im Ziel endlich einschlägt. So, da ist ein Gegner. Der scheint aber eingesperrt zu sein. Obwohl, dann würde er nicht rot sein. Deswegen bin ich gerade etwas irritiert. Ist hier noch... Da sind welche. Stirb mit dem, Herr Raider. Den haben wir auch erlegt.
Weiß gar nicht, ob die hier überhaupt wieder respawnen, aber ich meine, außen respawnt irgendwie alles sowieso wieder. Hüpfen wir mal hier ein bisschen runter. Versuchen uns mal hier durchzuschleichen, durchzukämpfen. Packen so ein bisschen was ein, was sie so fallen lassen. Hier müsste ja auch noch einer oder zwei liegen, jawohl. Und der sitzt hier im Lagerfeuer. Guck mal hier. So, bleibt ja von dir nachher nicht viel über. Muss ja auch mal sein. Ja, der hat wohl keinen Spaß mehr. Meine Katzen sind hier auch schon wieder um die Gegend. Die wollen schon wieder irgendwas von mir. Man hört den Supermutanten sogar schon. Den sie hier eingesperrt haben. Der ist nämlich hier dazwischen. Von wo schießen die jetzt? Da ist er drinnen. Was, von wo feuern die denn? Ich sehe hier nichts. Na warte, komm her, dich erwische ich. Wir können ja heute wieder göttlichst schießen. Bleib mal stehen hier. Wo will er hin? Den erwische ich so nicht. Stehen bleiben? Ich hocke hier doch die ganze Zeit. Der Einzige, der hier sich bewegt wie so ein... Weiß nicht, liebes tolle Iltis, das bist du doch. 10mm Pistole, können die sich keine anständigen Waffen leisten hier? Ich würde ja ganz gerne den Supermutanten hier rauslassen. Dass der hier vielleicht nochmal ein bisschen aufräumt, aber hier ist ja gleich nichts mehr zum Aufräumen. Hat er sich gerade noch geduckt, die Sau. Den haben wir auch erlegt. Das kriegen wir nicht auf. Wo ist er denn? Da hockt einer. Beziehungsweise... Da war gleich einer. Jawohl. Den haben wir auch. Jetzt bleibt eigentlich, glaube ich, nur noch der Supermutant über und das, was hier nachher noch im Haus ist. So, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen was aufgeräumt. Ah, wie heißt hier noch diese Raiderstadt, die Sklavereistätte? Ist das Angel Falls? Da wollte ich dann später auch nochmal hin. Super Mutant Behemoth. Da brauchen wir wohl was Stärkeres, um den wieder zu mähen. Da bräuchte ich wohl wieder meine Fatman. Ist das hier ein Generator? Kann man den abschalten? Ne, kann man nicht abschalten. Schade. Wie wird denn dieses elektrische Tor jetzt hier gespeist? Das muss ja auch irgendwie... Oh. Was? Jetzt geht's los! Genau, hast du recht. Jetzt geht's los. Ich werde dir den Arsch treten! Kommt denn jetzt hier noch einer her? Da soll einer sein? Ich sehe da keinen. Ich würde mich jetzt ganz gerne erstmal um den Supermutanten hier kümmern.
Den haben wir erlegt. Ich weiß nicht, ob der vielleicht von den Nebenquests, dass man den rauslassen konnte, dass er hier wirklich alles verwüstete. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht gibt's da irgendwas, vielleicht gibt's da auch nichts. Wer weiß es? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr was wisst. Ich weiß nämlich momentan nichts darüber. So, hier soll noch irgendwo einer sein. Das ist die Frage, wo ist die Sau? Hat er sich hier in der Mülltonne versteckt? Glaube nicht. Ist ja irgendwas drin in der? Ist beides leer? Du stehst hinter der Mauer, ich merke das schon. Muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Da hinten muss er irgendwo sein. Da muss er drin sein. Ne? Wo ist er? Da ist er. Flinkes Kerlchen, aber wir haben flinkeren Finger. Der sitzt jetzt hier auch wieder in der Kneipe, finde ich. Was man nicht alles dabei haben kann. Doch, komm, dich werden wir jetzt auch mal erstmal entsorgen. Komm mal mit hier. So. Vielleicht kommen ja noch ein paar Supermutanten vorbei. Können die hier gleich... Oh, jetzt rollst du hier mir nicht vom Feuer. Ja, komm hier, hier so. Schön drauf liegen bleiben. Ich hab gesagt, du sollst drauf liegen bleiben, du Iltis. Naja, besser als nichts. Da ballert doch schon wieder eine. Komm ich da jetzt hin? Gar nicht? Mal sehen. Ich muss das irgendwo hochgehen, glaube ich. Und dann zumindest hier sind hier so eine Gedönse. Na, Leiternstein geht ja natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Die 32er Pistole würde ich aber mitnehmen. Ach, so rum musste man da hin. Ach, das war der ganz andersrum. Wir müssen ja erstmal unser Karma wieder aufbessern. Da werden wir mal die ganzen Raider alle mal erlegen, die hier rumeiern. Was haben wir denn hier so? Flammenwerfer, du Sau. Raketenwerfer, die sind ja nicht schlecht ausgerüstet, die Jungs hier. Das gefällt. Was zu lesen haben wir hier auch. Erste Hilfekasten haben wir. Mensch, das lohnt sich ja hier. Schade, dass man solche Leute nur einmal ausnehmen kann. Raketen sind ja auch noch drin. Klar, wo Raketenwerfer, da müssen auch Raketen sein. Klingt nach einem... Laubbläser, ne? Und der sind wir für irgendwelche Spezialsachen. Was haben wir denn hier so schönes drin? Den ziehen wir erstmal einmal raus. Nein, das sieht nichts noch nichts aus hier. Da ist wohl auch nichts drin. Ne? Da ist auch nichts drin. Ne? Den, egal. So, falls jetzt sich jetzt noch einer fragen sollte, wie ich denn diese Sachen hier durch die Gegend trage, hier so jetzt zum Beispiel hier. Das ist anvisieren, Y drücken, also näher rangehen. Anvisieren, Y drücken und hochheben. Dann kann man sie so hier durch die Gegend schleudern. So habe ich übrigens auch die Leichen in die Feuer gepackt. Hab ich hier schon reingeguckt? Nein, da habe ich noch nicht reingeguckt. Oh, ist das schön hier. Das ist ja die reinste Goldgrube für jemanden wie mich. Altmetall. Altmetall kommt mit. Kühlschrank. Dass die Dinge immer noch funktionieren, ist immer echt ein Wunder. Jetzt packen wir das mal alles ein. So. Egal, wieder raus. Sind bestimmt gleich irgendwo die nächsten. Nein, hier sind jetzt gerade keine. Dann latschen wir mal hier über diese Dächer.